Ich bin hier, um euch Dinge über Vim zu erzählen. Vim kennen einige als diesen einen awesome Tech-Editor, den es gibt auf dieser Welt. Es gibt dann auch diesen anderen Emacs, das ist ein Betriebssystem, darüber reden wir heute nicht. Genau. Und eigentlich möchte ich ganz speziell auf Register und auf Makros eingehen, weil das zwei sehr, sehr geile Feature von Vim sind, die man vielleicht nicht so kennt. Aber ich dachte, ich fange halt vielleicht kurz mit was anderem an. Und zwar gibt es ja dieses Infinite Monkey Theorem, von dem habt ihr vielleicht mal gehört. Das besagt im Wesentlichen, wenn wir eine unendliche Anzahl Affen nehmen und sie an unendlich viele Rechner setzen und sie unendlich lange tippen lassen, dann hat irgendwann einer von denen Goethes Faust getippt. Und jetzt gibt es das Infinite Vim Monkey Theorem. Das sagt im Wesentlichen, wenn wir eine unendliche Anzahl an Affen setzen, sie vor eine unendliche Anzahl an Vims setzen und sie unendlich lange tippen lassen, dann schaffen sie es immer noch nicht, Vim zu beenden. Ja, und das ist natürlich ungünstig und das ist auch eines dieser ganz großen Probleme, die Vim hat. Vim bei mir ist so ein kleines V. Damit starte ich mein Vim, das ist so ein Vim, wie man den so startet. Und den beendet man, so wie das da steht, mit Doppelpunkt Q, Enter. Dann ist man wieder draußen. Ja, das ist manchmal blöd, zum Beispiel, wenn man was getippt hat. Hallo, Chaos-Treff. So, Doppelpunkt Q, funktioniert nicht. Aber, F, Ausrufezeichen, override, Doppelpunkt Q, Ausrufezeichen, jetzt bin ich wieder draußen. Ja, also Vim beendet man mit Doppelpunkt Q. Das funktioniert nur manchmal nicht, wenn man nämlich das Falsche getippt hat. Zum Beispiel Q, Doppelpunkt. Dann ist man in dem sogenannten Command-Line-Window. Und da kommt man auch mit Escape nicht mehr raus. Ich drücke gerade die ganze Zeit Escape, ich komme da nicht raus. Das ist blöd. Und ich kann jetzt irgendwie auch andere Dinge drücken. Und da, ich bin immer noch drin. Ja, Q-Doppelpunkt. Ne? Aber ihr seht, die letzte Zeile ist leer. Ich kann aber auf der letzten Zeile Enter drücken, damit ich da wieder raus. Doppelpunkt Q. Wunderbar. Ja, eins der Probleme, die man so laufen kann. Zweites Problem, das man so laufen kann, ist, ich drücke erst Q und dann irgendwas anderes. Ich stelle unten Recording at A. Und jetzt tippe ich Dinge und das A, Escape, 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 Doppelpunkt Q, Doppelpunkt Q. Ah, was tut das? Nein, Doppelpunkt Q, Recording at A. Warum? Die Antwort ist, weil wir gerade ein Makro aufnehmen, da gehe ich gleich noch drauf ein. Die Lösung ist, wenn das da steht, dann drückt man Q und dann Doppelpunkt Q und dann ist man auch wieder raus. Hervorragend. Das wisst ihr alle, wenn man Vim beendet, das könnt ihr euch nicht mehr beschweren. Dann können wir anfangen und uns über Register unterhalten. Was sind Register? Register sind im Wesentlichen so Orte, an denen man so Text speichern kann. Ja, in Vim ist alles Text, das ist geil, da kommen wir auch nachher nochmal zu. Und Vim hat eine ganz schöne Menge an Registern, das sehen wir, wenn wir Doppelpunkt Help Registers eingeben. Ja, das sind nämlich 10. So. Und was machen diese ganzen Register? Vim hat also offensichtlich irgendwie 10 Orte, an denen Vim so Text speichert. Der erste, das ist das sogenannte Unnamed-Register. Register ganz generell kriegt man mit einem Anführungszeichen. Ja, wenn ich Anführungszeichen und dann den Registernamen drücke, dann kann ich in irgendeiner Form auf dieses Register zugreifen. So, und das erste Register, das es irgendwie gibt, ist das sogenannte Unnamed-Register. Immer wenn ich irgendwelche Dinge yanke mit Y, paste mit P oder Dinge mit C lösche, mit X lösche, mit D lösche, so Befehle, mit denen man in Vim irgendwie Dinge löscht, dann werden die eigentlich per Default immer in das Unnamed Register geschrieben. Wir können das gerade mal probieren. Ich schreibe mal Hallo Chaos Treff. So, und jetzt lösche ich die Zeile mit DD und jetzt paste ich sie mit P und dann steht da Hallo Chaos Treff. Okay, ich kann, Vim pastet per Default immer aus dem Unnamed Register. Ich kann das auch explizit machen, da würde ich dann ein Anführungszeichen tippen, das seht ihr jetzt nicht, aber ein Anführungszeichen getippt, um auf ein Register zuzugreifen, und noch ein Anführungszeichen drücken, um auf das unbenannte Register zuzugreifen, und dann P drücken, dann paste ich auch aus dem unbenannten Register, stellen offensichtlich das gleiche. Genau, das ist das erste, das ist so das Default-Vim-Register, da werden irgendwie immer, wenn man so Dinge mit Text macht, werden die da irgendwie reingespeichert. Dann hat Vim 10 benannte, 10 Numbered Registers, was ist das deutsche Wort? Nummerierte Register, 0 bis 9 offensichtlich. Genau, und in Register 0 steht immer der zuletzt gejankte Text drin. Wir probieren das mal kurz aus. Wir schreiben mal Hallo. Und wir markieren das mal und wir janken das mal. Und wenn wir jetzt Paste drücken, dann kriegen wir offensichtlich das immer noch raus. So, wir ändern das mal. So, weil offensichtlich ist das Letzte, was ich getan habe, irgendwie diesen Text zu janken, deswegen steht er jetzt irgendwie in meinem unbenannten Register drin. Was jetzt passieren sollte, ist, wenn ich was lösche, dann kriege ich den Text immer noch, weil er irgendwie in meinem unbenannten Register drin ist. Angenommen, ich schreibe jetzt was anderes, lösche das, dann steht jetzt das in meinem unbenannten Register drin, aber in meinem Register 0 steht immer noch Hallo du, weil das war, was ich zuletzt gejankt habe. Na? So, das ist Register 0.
auf eine ähnliche Art und Weise, das funktioniert in Register 1 bis 9, da stehen einfach die letzten 9 zuletzt, die letzten, doch 9, zuletzt gelöschten Dinge drin, ne? Das heißt, wenn ich jetzt Hallo Luda schreibe und das lösche und dann irgendwie Hey schreibe und das lösche und dann irgendwie Was geht schreibe und das lösche, dann kann ich jetzt irgendwie aus Register 2 pasten, dann steht da Hey, ich kann irgendwie aus Register P pasten, dann steht da Hallo Kübi, da komme ich gleich zu, ich kann irgendwie aus Register 3 pasten, dann steht da Hallo Kübi, ich kann irgendwie aus Register, keine Ahnung, 7 pasten, dann steht da Hallo Luda. Genau, das heißt, da schieben wir irgendwie immer die letzten 10 Dinge, die wir irgendwie gelöscht haben, solange sie eine Zeile sind, glaube ich, rein. Das ist ganz praktisch, weil das heißt, man kann da irgendwie drauf zugreifen. So, jetzt haben wir schon 3 Arten von Registern. Das wird langsam, aber sicher irgendwie unübersichtlich, weil wir kennen jetzt schon ein paar. Auf Register generell oder auf die Inhalte von Registern kann man mit Doppelpunkt Register zugreifen. Ja, jetzt sehen wir, was in unserem ganzen Register drin steht. Ganz oben ist das Unnamed Register, Anführungszeichen, Anführungszeichen, dann Register 0 bis 9, dann so ein paar komische Buchstaben und merkwürdige Sonderzeichen. Da kommen wir jetzt zu, ne? Das ist irgendwie das, was da ist. Genau. Alternativ kann man auch Doppelpunkt rechts tippen und dann Enter drücken, dann kriegt man die auch. So. Dann hat Vim das sogenannte Small Delete Register, weil, wie wir sicher wissen, ist DD oder D irgendwas nicht die einzige Möglichkeit, Sachen zu löschen. Ne? Mit DD lösche ich eine ganze Zeile, mit zum Beispiel X lösche ich einen einzelnen Buchstaben und der steht jetzt in meinem Small Delete Register drin, deswegen habe ich ihn mir gerade wieder reingepastet. Ne? Das Small Delete Register, auf das greift man mit Anführungszeichen Minus zu. Ja, das heißt, wenn man irgendwie mal Dinge löscht, die irgendwie weniger als eine Zeile sind, dann stehen die unter anderem da drin und wir können mal kurz gucken. Ja, natürlich auch im Unnamed Register, ne, das ist das, was ganz oben steht, aber eben nicht in Register 1 bis 9. Gut, wieder was gelernt. Dann hat Vim so ein paar eher spezielle Register, und zwar das Doppelpunktregister, das Punktregister und das Prozentregister. So, wir können mal kurz gucken, was da drin steht, indem wir einfach mal aus Prozent pasten, no file name. Warum? Prozent ist einer der Wege, um auf die aktuelle Datei zuzugreifen, das heißt auf den aktuellen Dateinamen zuzugreifen, und meine Datei hat gerade keinen Namen. Also speichere ich das vielleicht einfach mal unter rectest.txt oder sowas und dann kann ich aus dem Prozentregister pasten und dann steht da der aktuelle Dateiname. Das ist read-only. Genau, dann gibt es das Doppelpunktregister. Da können wir vielleicht auch mal kurz draus pasten. Moment, Anführungszeichen.wp. Und dann steht da wrectest.txt. Hat jemand eine Ahnung, was das Doppelpunktregister sein könnte? Ferdi? Das Command, was du hattest. Genau, da steht einfach der letzte Befehl, den ich über Doppelpunkt irgendeinen Befehl ausgeführt habe. Ne? Manchmal ist das auch invalide und eigentlich ist das auch nicht so wirklich hilfreich. Doppelpunkt P, ne? Außer ich möchte halt den Befehl, den ich gerade hatte, irgendwie in meinen Buffer pasten, warum auch immer, weiß ich auch nicht so genau. Ansonsten, wenn man auf diese History zugreifen kann, dann kann man genau das machen, was ich vorhin kurz gemacht habe, nämlich Q-Doppelpunkt drücken. Dann hat man hier diese Command-Line und das ist natürlich auch nur ein Vim-Buffer. Das heißt, wir können hier zum Beispiel auch sowas machen wie, wir können Worte löschen. Ne? Wir können aus Registern pasten, zum Beispiel aus dem Doppelpunkt-Register und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, hier kann ich irgendwie auf Befehle, die ich vorher so hatte, zugreifen und die irgendwie wieder einbringen. Manchmal durchaus praktisch, wenn man sich fragt, weil ich habe doch vor irgendwie 15 Iterationen irgendwas gemacht und da war irgendwie ein Typo drin. Naja, kein Problem, ich drücke irgendwie Q Doppelpunkt, dann bin ich da wieder drin. Mit Doppelpunkt Q komme ich da auch wieder raus. Genau. So. Dann hat Vim ein sehr, sehr merkwürdiges Register, das Ist-Gleich-Register, das sogenannte Expression-Register. Da kommen wir gleich zu, das verhält sich ein bisschen merkwürdig. Vim hat das sogenannte Selection Register, das Sternregister, das ist das, was irgendwie auf der ganzen systemweit mit dem Clipboard quasi interagiert. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel irgendwas habe und dann hier, sagen wir mal, diesen Text irgendwie markiere, dann kann ich jetzt in meinen Vim gehen und dann aus dem Sternregister pasten und dann steht da das, was ich gerade markiert habe. Das ist ganz praktisch. Das Plusregister spielt da auch irgendwie mit rein, wer sich damit mehr auseinandersetzen will, der guckt sich Help X11 Selection an, da steht irgendwie mehr Scheiß dazu. Das hat mich nicht interessiert, deswegen habe ich es mir nicht angeguckt. Aber die Hilfe von Vim ist generell ganz großartig, da steht alles drin, ist nur manchmal kompliziert dran. Das Plusregister ist, wenn ihr in so einer GUI-Applikation kopieren und einfügen macht, das Register. Ja. Ah, du meinst, wenn ich in einer GUI-Applikation so Steuerung C, Steuerung V drücke? Genau. Hervorragend, habe ich mich schon immer gefragt, wo das eigentlich hinkommt. Sehr gut. Weiß jetzt auch, wie das in Vim kommt. Das ist ja vergessen. Genau.
wir, was haben wir noch für Register, was haben wir vergessen? Das Punktregister, da bin ich mir auch gerade gar nicht so sicher, was das Punktregister eigentlich macht. Aber Herr Register sagt mir das sicher. Und da steht auch irgendwie alles drin und hier, genau. Im Punktregister ist einfach, genau, da ist der zuletzt eingefügte Text drin. Wenn wir den wieder einfügen wollen, dann drücken wir übrigens am besten Punkt und pasten nicht aus Anführungszeichen Punkt, sondern wir drücken einfach Punkt und dann fügen wir den nochmal ein. Generell sehr praktisch, wenn man irgendwie Dinge machen möchte. So wiederholen, ne? Wenn ich irgendwie die gleiche Änderung wiederholt durchführen möchte und die irgendwie ein bisschen komplizierter ist, dann kann ich einfach Punkt drücken und die Änderung wiederholen. Super cool. Genau, was für Register habe ich noch nicht? Es gibt ein Alternate Buffer Register, frag mich nicht, was das tut, das benutzt keine Sau. Und jetzt wird es spannend, es gibt 26 benannte Register. Die heißen A bis Z, passenderweise, weil es 26 sind und wir irgendwie 26 Buchstaben mit dem Alphabet haben. Und diese Register nutzt man, um so Dinge zu speichern. Ne? Wir können mal gucken, was da zum Beispiel drin steht. Und dann sehen wir in diesem T-Register zum Beispiel, ne, das ist hier irgendwie vierte Zeile von unten oder sowas, da steht Hut, geschwungen Klammer auf, Wechselmaß, T, geschwungen Klammer zu. Warum steht das da? Die Antwort ist relativ simpel. Ich habe irgendwie neulich Latech geschrieben und ich wollte da irgendwie so ein Transponierzeichen an so Vektoren und Matrizen dran packen. Und wir sehen, das ist irgendwie gar nicht so wenig zu tippen und ich will das nur wieder mal machen. Und ich bin zu faul rauszusuchen, wie ich in Latech dafür einen Befehl bastle. Und dann muss ich auch immer noch im Zweifel sowas wie Backslash Transpose A oder so tippen. Oder ich tippe einfach ein A und dann paste ich aus T und dann steht da auch genau das, was ich haben will. Ja, das heißt, das ist irgendwie so eine Anwendung, die ich noch nicht gefunden habe, die ich ganz nett fand, was man irgendwie so machen kann. Ja, wenn man, das ist vielleicht nicht die sinnvollste Art und Weise, Dinge zu tun, aber angenommen, ich möchte repeatedly irgendwo den gleichen Text einfügen, aber nicht immer irgendwie auf die gleiche Art und Weise, dann ist, ich nutze eines dieser Register, um das zu tun, ganz praktisch. Und da schreibe ich dann irgendwie relativ simpel rein, zum Beispiel, indem ich hier sage, ich markiere mal genau diese geschwungene Klammer und dann drücke ich Anführungszeichen, keine Ahnung, B, Y für ich yanke in Register Anführungszeichen B und dann kann ich irgendwie jetzt aus B pasten und dann steht da das, was ich da gerade reingejankt habe. Na? Genau. Auf diese Register kann man auch zugreifen, indem man ihren Namen groß schreibt. Ja, ich kann zum Beispiel auf das Register Groß B zugreifen. Wir gucken kurz, was in B eigentlich gerade drin steht. Ihr seht das da alle, da steht die geschwungene Klammer auf, Wechselschmarter und so weiter drin. Und jetzt nehme ich einfach mal Text, zum Beispiel diesen hier, und jenke ihn in Groß B rein. Und jetzt können wir gucken, was passiert, wenn ich aus B paste. Und dann steht da das, was da vorher drin stand. Und dahinter steht das, hier, was ich gerade eben gejankt habe. Ne? Das heißt, generell können wir ein Register hinten anhängen, wenn wir sie mit ihrem Großbuchstaben quasi ansprechen. Und ansonsten wird das, was da drin steht, einfach immer überschrieben. Genau, das ist, glaube ich, erstmal das, was ich zu Registern zu sagen habe. Aber Register werden gleich noch spannend, und zwar, wenn wir uns irgendwie Makros anschauen. Was sind Makros? Makros sind WIMs interne Art und Weise, irgendwie sich kleine Befehle, die man öfter mal ausführen will, zusammenzupacken und sie irgendwie zu nutzen. Angenommen zum Beispiel, ich möchte eine Liste der Zahlen von 1 bis 500 schreiben. Dann kann ich mir natürlich irgendwie ein Programm schreiben, das mir so 1 bis 500 in so einer Loop ausgibt und das irgendwie tut. Und das dann irgendwie loslassen, dann habe ich so eine Datei, wo 1 bis 500 drin steht. Oder ich mache es einfach in meinem Editor. Ich schreibe 1 und dann schreibe ich 2 und dann schreibe ich 3 und dann schreibe ich 4 und dann schreibe ich 5. Und spätestens so weiß ich, das wird mir langweilig. Vermutlich. Genau, was ich deswegen zum Beispiel machen kann, ist, ich kann mal mit 1 anfangen. Okay, wie kriege ich eine 2 hin? Naja, ich yanke einfach mal die Zeile und ich paste sie. Und dann sehen wir sind in der nächsten Zeile auf genau der Zahl. Und dann können wir STRG A drücken, ja, und dann steht da eine 2. Und das Spiel können wir irgendwie ein bisschen weiterspielen. Ja, STRG A ist WIM für inkrementier mal die Zahl unter meinem Cursor. Ja, das heißt, ich yanke einfach immer die Zeile, paste sie und drücke STRG A. Und so komme ich irgendwie immer eins weiter. Und jetzt möchte ich mir diesen Befehl, weil der ist ja irgendwie halbwegs lang, ne? Ich muss irgendwie das yanken mit Y, ich paste es mit P, ich drücke STRG A.
Und dann mache ich das weiter und weiter und weiter und weiter. Diesen Befehl möchte ich mir jetzt aufzeichnen als ein sogenanntes Makro. Und dafür drücke ich Q. Moment, wo bin ich? Hallo? Q, um Dinge aufzunehmen. Und dann drücke ich den Namen meines Registers, in das ich irgendwie aufnehmen will. Ja, einen dieser kleinen Buchstaben, zum Beispiel N. Und jetzt steht da unten Recording at N. Und das heißt, ich nehme gerade nach N auf. Ja? Unter N werde ich nachher die Befehle, die ich jetzt gleich eingebe, irgendwie ansprechen können. Okay, was habe ich gesagt, was ich mache? Ich drücke Y für das Yanken. Ich drücke P für das Pasten. Ich drücke Steuerung A für das Inkrementieren. Und jetzt ist mein Makro eigentlich auch schon fertig. Meine Befehlssequenz ist jetzt fertig. Deswegen drücke ich wieder Q. Und damit bin ich aus dem Recording-Modus raus. Und jetzt habe ich in N mein kleines Makro. Und jetzt drücke ich Add N. Und dann wird das ausgeführt. Ne? Ich drücke Add und dann N. Ich drücke Add und dann N. Ich drücke Add und dann N. Und wir sehen, das wird ganz hervorragend einfach immer wieder ausgeführt. So, das Schöne in Vim ist jetzt, wir können irgendwie so Befehle, die wir haben, mit so Nummern versehen vorne dran und dann werden sie so oft ausgeführt. Zum Beispiel 200 at n und dann wird das Ganze einfach 200 mal ausgeführt. Ne? Oder keine Ahnung, 1000 at n und dann wird das Ganze irgendwie 1000 mal ausgeführt. Ne? So, das ist ganz cool. Das Problem ist nur, jetzt kommt irgendwie mein Chef und sagt, hier, Kollege, das hast du irgendwie blöd gemacht. Mach doch mal irgendwie nur ungerade Zahlen. Dann denke ich mir, naja gut, bin ich nicht blöd. Ich kann das ja yanken und pasten und dann kann ich zweimal Steuerung A drücken und dann kann ich das wieder yanken und pasten und zweimal Steuerung A drücken und mir das auch wieder als Makro aufnehmen. Aber dann muss ich ja mein Makro umschreiben, das ist ja ein bisschen anstrengend. Was ich deswegen machen kann, ist, ich kann Register nutzen, weil Makros sind Text und Text sind Register und alles hängt irgendwie miteinander zusammen und deswegen gucken wir einfach mal, was in diesem N-Register drin steht. Ne? So, hier ist dieses N-Register und da steht drin YYP, Steuerung A. Krass. Okay, was heißt das? Naja, das heißt im Wesentlichen nichts anderes als, ich kann mir einfach mal mein N-Register hier hinpasten. So, da steht da YYP, Steuerung A. Das Steuerung A ist ein bisschen schwer zu erkennen, ne? Das ist das, was hier steht. Genau. Und das ist im Wesentlichen genau die Befehlssequenz, die ich gerade eben eingegeben hatte, um irgendwie mein Makro zu recorden. Ne? YY für yank mal diese Zeile, P für paste ist da drunter, Steuerung A für inkrementier das Ganze. Okay, jetzt wollen wir nicht nur einmal inkrementieren, sondern wir wollen zweimal inkrementieren. Also schreiben wir hier einfach nochmal Steuerung A rein. Steuerung A zu schreiben ist ein bisschen kompliziert. Man muss erst Steuerung V und dann Steuerung A drücken. Und dann steht da Steuerung A. Merkt euch das, so kriegt ihr diese ganzen Steuerzeichen hin. Das ist ganz praktisch. Genau. Und jetzt habe ich hier, das ist jetzt genau das Makro, das ich brauche, um irgendwie Dinge quasi zweimal zu inkrementieren. Also so eine Liste an ungeraden Buchstaben zu machen. Und deswegen, ups. Markiere ich mir das jetzt einfach und dann yanke ich mir das in das N-Register und dann kann ich das Makro einfach wieder ausführen. Ne? Weil ich führe ja immer nur das aus, was irgendwie in meinem Register steht. Das ist ganz cool. So, ne? Das heißt, das Coole an Registern und an Makros sind, wenn wir uns ein Makro schreiben und dem einen dieser Namen A bis Z geben, dann ist mein Makro quasi gleichzeitig Text, der in meinem Register gespeichert wird. Ich kann ihn offensichtlich aus diesem Register pasten, ich kann ihn verändern und ich kann ihn irgendwo anders wieder nutzen. Das ist ziemlich, ziemlich awesome und ziemlich fancy. Und deswegen gucken wir uns vielleicht einmal ein Beispiel an, wo man das Ganze noch verwenden kann. Das heißt, wir bauen vielleicht mal ein etwas größeres Makro. So, dafür habe ich hier eine Datei, die nennt sich people.txt, da stehen so Leute drin, die irgendwie so Software geschrieben haben mit Geburtsdaten und Herkunftsländern. Und wir sehen, das Ganze sieht gar nicht so schön aus. Genau, deswegen wollen wir jetzt was tun. Wir wollen das Ganze erstmal irgendwie schön aligned haben in so Zeilen. Dafür gibt es unter Unix das Tool Column. Und ich kann auf der ganzen Datei, das ist dieses Prozent, was da vorne ist, ne, ich formatiere irgendwie die ganze Datei mit einem externen Befehl, das ist das Ausrufezeichen, was hier steht. Ich rufe Column auf mit minus T und siehe da, sieht geil aus. Ne? Das ist ganz cool. Das hat schon mal ganz gut funktioniert. Jetzt wollen wir vielleicht diese Menschen auch noch nach Vornamen sortieren. Dafür gibt es das Tool Sort. Und den Befehl, den ich da brauche, den habe ich mir schon mal vorsorglich ins S-Register geschrieben. Ja, das seht ihr da unten. Da ist sowas wie %Ausrufezeichen sort-k. So, es gibt eine andere Möglichkeit, auf Register zu zugreifen, wenn man sie einfach gerade irgendwo einfügen will, so als den Text einfach irgendwo einfügen. Dann drückt man Steuerung R, dann stehen hier diese zwei kleinen Anführungszeichen, das heißt, er erwartet jetzt den Namen eines Registers. Wir wissen, das war das S-Register, dann steht da genau das, was in diesem S-Register drin steht. Ich drücke Enter,
dann gibt mir die Shell irgendwie Quatsch zurück. Ui, ganz viel Quatsch. Und da hat es gar nicht so gut funktioniert. Warum nicht? Prozent Ausrufezeichen, Sort, minus K, auch so K1. Ja, sehr gut. Das ist gut gemacht. Genau. Und jetzt haben wir das irgendwie sortiert. Und jetzt ist das schon mal ganz nett. Was wir jetzt tun wollen, ist, sagen wir mal, wir wollen die Geburtsdaten dieser Leute, die da irgendwie stehen, durch ihr Alter ersetzen. Ja? Ganz generell ist irgendwie in unserem Fall 2016 minus die Zahl, die da steht, das Geburtsdatum, eine ganz gute Approximation für das Alter. Das heißt, was wir machen können, ist, wir können irgendwie uns auf das Alter bewegen. Wir löschen dieses Wort und jetzt wird es fancy. Was wir jetzt nutzen, ist, wir nutzen jetzt das Expression Register. Das hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Das Expression Register kriege ich mit Anführungszeichen ist gleich. Und was das Expression Register tut im Wesentlichen ist, es pastet das Ergebnis einer Expression dahin, wo ich gerade bin. Das heißt, ich will, jetzt muss ich kurz nachgucken, wie ich das will, weil ich habe es nämlich schon wieder halb vergessen. Genau, ich gehe in den Insert-Modus und dann schreibe ich den Inhalt des Expression-Registers da rein. Jetzt drücke ich STRG R für, ich schreibe den Inhalt eines Registers, ich drücke ist gleich für, ich schreibe aus dem Expression-Register. Ich da unten ist gleich, jetzt kann ich irgendwelche beliebigen Rechnungen durchführen, die ich so möchte. In unserem Fall wollen wir von 2016 irgendwie das Geburtsdatum abziehen. So, wir erinnern uns, das letzte, was wir gelöscht haben, ist genau das Geburtsjahr, was da stand. Das heißt, ich kann jetzt hier wiederum den Inhalt aus dem Unnamed Register einfügen. Ja, das ist das. Und dann steht da genau die Expression, die ich will. Dann drücke ich Enter, dann steht da irgendwie mein Datum. Dann gehe ich aus dem Insert-Modus wieder raus, nach vorne und eins runter. Und jetzt kann ich da das Gleiche nochmal machen. Ja? Das heißt, was wir gleich machen, das ist irgendwie ganz cool. Jetzt will ich das irgendwie auf der ganzen Datei durchführen. Das heißt, was ich jetzt machen kann, ist, ich kann mir ein Makro schreiben. Ich habe das schon mal gemacht. Moment. Das ist hier, genau, das ist das Makro, was wir gerade eben ausgeführt haben. 3W für, gehe drei Worte nach vorne. Dann sind wir in unserer vierten Spalte, also zum Beispiel hier. DE für lösche bis zum Ende des Wortes. Dann ist unser Wort weg, aber die zwei Spalten dahinter bis zum Land nicht. Dann gehen wir in den Insert-Modus. Dann, das ist STRG R, da pasten wir irgendwie, da fügen wir Inhalte aus einem Register ein. Ist gleich gibt uns das Register an, 2012 gibt uns ein Jahr an, minus der Inhalt, der im Unnamed-Register drin steht. Das ist ein Enter, das ist ein Escape, das sagt hier zum Anfang der Zeile und das sagt hier eine Zeile runter. Und genau, wir sehen ja schon, okay, das Ganze ist irgendwie in unserem M-Register, zumindest in der Theorie drin. Das heißt, wir können mal probieren, was passiert, wenn wir hier @m drücken und dann sehen wir, klappt nicht, weil Steuerzeichen nicht richtig erkannt wurden. Aber auch das Problem kriegen wir gelöst. Wir pasten einfach aus unserem M-Register und wir setzen diese Steuerung R durch ein Steuerung R. Wir setzen diese Steuerung R hier runter durch ein Steuerung R. Wir setzen. Ja, wir schreiben statt 2012 vielleicht 2016. Wir schreiben hier ein Enter rein, wir schreiben hier ein Escape rein, die 0 lassen wir, weil wir immer noch nach ganz vorne wollen und das J lassen wir auch. Und jetzt können wir diesen Text hier nehmen, ihn in unser M-Register jenken und ihn dann hier mit @m irgendwie ausführen und dann funktioniert das nicht, weil, weiß ich auch nicht so genau. Schauen wir, kein Problem, wir sehen ja immer noch irgendwie, was in unserem Register steht. Moment. So, und gucken mal, was da passiert und stellen fest, das macht gar nicht so viel Sinn. Ach doch, hier ist der Fehler. Hier wollen wir eigentlich aus unserem Unnamed Register irgendwie Dinge rausnehmen. Und jetzt janken wir irgendwie wieder den gesamten Quatsch, der da steht. Und zwar in unser M-Register. Und dann probieren wir das hier mit @m aus. Und sieh da, das funktioniert ganz gut. Und das können wir jetzt irgendwie für die letzten 6 Zeilen oder so, die sind das 6, 1, 2, 3, 4, 5 Zeilen auch noch irgendwie durchführen mit 5 @m. Und dann haben wir das für alle Leute irgendwie gleichzeitig gemacht. Und das ist relativ spannend, weil das gibt uns irgendwie echt irgendwie fancy Möglichkeiten, sehr, sehr mächtig Text zu editieren. Genau, das ist, was ich euch über Vim erzählen wollte. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Habt ihr Fragen?
Formatierung von Registern oder Makros, wenn ich Vim zumache, wieder auf? Sind die prinzipiell alle weg? Sind die prinzipiell alle noch da? Schauen wir mal. Ja, das sind meine Register, die ich irgendwie gerade habe, ne? Ja. Das sind irgendwie ein paar. Wir machen mal Vim zu. Funktioniert nicht. Ich sag nicht, dass man da schnell auf. Ne? So, wir machen Vim wieder auf, wir gucken, was in unseren Registern drin. Ah, das ist gleich. Geil. Die sind also persistent über Schließzyklen und sie sind ziemlich sicher auch, also sie sind auch persistent über, über Reboot-Zyklen hinweg, das ist alles relativ okay, cool. Okay, ich bin so jemand, der gerne mal zwei Vims gleichzeitig laufen hat, weißt du, was sich sinnvoll verhält? Weiß ich nicht, lass das doch einfach ausprobieren. Okay. So, wir machen hier mal so einen Vim auf, jetzt habe ich hier irgendwie einen Vim. Angenommen, ich schreibe hier Hallo Rami und ich jenke das irgendwie in das R-Register. Ne? R janken und dann gehen wir hier drüben in diesen anderen Vim und pasten aus dem R-Register und sagt er, da ist gerade nichts drin, das ist blöd. Genau, das Register, die ganzen, wenn ich mich nicht irre, sind die ganzen nummerierten Register und so nicht persistent, aber du hast ja immer noch dein irgendwie globales Clipboard. Das heißt, du kannst diesen Text hier nehmen, ihn in dein Sternregister janken und dann hier drüben aus deinem Sternregister pasten. Tada! Die Angst, die ich habe, ist, wenn ich jetzt zwei Vims offen habe und die jetzt beide wieder zumache, dann hängt, was ich beim nächsten Mal noch an meinen Makros habe, davon ab, welchen ich zuerst geschlossen habe. Ja. Das scheint so zu sein. Das, okay. Beziehungsweise, warte. Wir probieren auch das aus. Wir haben hier gerade in unserem R-Register, wo ist es denn? Ne, da haben wir nichts drin, aber wir haben hier drüben in unserem R-Register gerade Hallo Rami drin. Ne? Genau. So, wir nehmen hier drüben mal und wir setzen mal Rami durch Kübi. Und wir nehmen das hier mal und wir janken das mal in unser R-Register. Und jetzt haben wir in unserem R-Register Hallo Kübi drin. Ne? Ja. So, jetzt mache ich irgendwie den hier zu. Jetzt mache ich irgendwie den hier zu. Jetzt mache ich Vim auf und guck mal, was steht in meinem Register drin. In meinem R-Register steht Hallo Rami drin. Und Hallo Kübi ist irgendwie. In meinem P-Register steht Hallo Kübi drin, aber das stand auch vorher schon drin. Achso. In meinem R-Register steht Hallo Rami drin. Also das, so, was wir zuletzt zugemacht haben. Genau, aber was, glaube ich, was potenziell funktionieren sollte, ist, angenommen, was haben wir denn noch nicht benutzt heute? Wir haben das. O-Register noch nicht benutzt. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie irgendwas schreibe und das dann Moment, in mein O-Register janke, ne? Da steht jetzt irgendwie Hey drin, und dann diesen Vim zumache und dann diesen Vim zumache und dann Vim wieder aufmache, dann steht in meinem O-Register Hey. Das heißt, wenn du nicht die gleichen Namen verwendest, dann funktioniert das ganz gut, sind ja auch 26. Das ist also ein bisschen auch weit. Check. Wo liegen die, wenn alle Vims zu sind? Ich habe gar keine Ahnung. Schade. Weil Vim hat doch sicher irgendwo in Punkt Vim so versteckte Dateien, oder? Moment. Ich glaube in Punkt Vim Info, oder? Nein. Ja, das sieht gar nicht schlecht aus. Ja, genau, da liegen die. Bitte schön. Okay, danke. Genau. Da liegen offensichtlich. Ah ja, genau, das habe ich auch noch nicht erwähnt, das wollte ich auch noch irgendwann tun. Wir hatten es ja vorhin einmal kurz von Q Doppelpunkt, dann kriege ich irgendwie die Command-Line mit den letzten Befehlen, die ich so eingegeben habe. Ihr seht hier irgendwie Q Ausrufezeichen und Q All Ausrufezeichen und Sort Me aus K1 und sowas. Das sind irgendwie Befehle, die ich vorhin eingegeben habe. Genau, das ganze Punkt gibt es auch für Suchen, die ich in letzter Zeit so ausgeführt habe. Da drückt man einfach Q/. Und dann ist man da, wo man hin will. Und dann hat man so seine letzten Suchen und kann dann zum Beispiel irgendwie nicht nur nach Treatment suchen, sondern irgendwie auch nach Treatments. Ja, ich habe das gerade irgendwie geändert, ich habe dann S hinten dran gesteckt. Jetzt drücke ich Enter und dann sagt der Pattern Not Found Treatment, offensichtlich, aber an und für sich würde ich jetzt nach Treatment suchen. Und das funktioniert auch für Rückwärtssuche. Ne? Wir können ja mit Slash vorwärts suchen, wir können mit Fragezeichen rückwärts suchen und mit Q-Fragezeichen komme ich auch in diese Suchhistorie quasi, würde dann aber rückwärts suchen. Ganz praktisch alles. Jan? Was ist der Unterschied zwischen diesen geisterhaften Karrees, die du immer nur siehst, wenn du auswählst, und einfach Karree irgendwas schreiben? Karree ist die Tütchen. Du meinst das, was da jetzt irgendwie überall so steht, so als
wo du vorhin das Problem mit hattest, dass du alles umschreiben musst. Das eine sind Steuerzeichen, wenn ich Karré A schreibe, dann steht da einfach Karré A. Was ich aber will, ist, ich will Steuerung haben, das wird aus irgendeinem Grund als graues Karré A irgendwie dargestellt in den Text. Das kriege ich geschrieben, wenn ich Steuerung V und dann Steuerung A drücke. Ansonsten ist das quasi einfach im Text. Das heißt, ich mache mal kurz ein Beispiel. Hier steht jetzt Karré A, jetzt, das ist einfach der Text, Anführungszeichen A, und jetzt, steht hier das gleiche, bloß leicht gegraut. Jetzt ist das Steuerzeichen Steuerung A. Ne? Und genau, das ist. Wie geht es ab? Du hattest ja eben diese Datei offen, ja, diese Vim-Info-Datei. Es wäre interessant, wie das abgelegt wird. Das können wir uns mal anschauen. Bei den meisten hier das. Hier sind irgendwie meine ganzen Register, genau, das wird, also im Wesentlichen wird das hier gerade genau so abgelegt, das müsste man sich jetzt sicher mit irgendeinem Hexeditor angucken, um da nichts dran ist. Ja, aber es gibt ja ganz viele normale Zeichen, das ist halt irgendwie, ein Escape ist Nummer 27 oder sowas, das sind halt, andere Editoren würden es halt vielleicht nicht anzeigen, aber... Ach, das sind einfach ASCII-Steuerzeichen. Das sind ganz viele normale ASCII-Steuerzeichen. Nichts anderes. Ich hätte irgendwie gehofft, dass da irgendwelche Metadaten auf dem Text drauf liegen. Also in Nano oder befürchtet? Nein, gehofft. Also in Nano zum Beispiel sieht das so aus, da erkennst du nicht so ganz, aber wenn du jetzt nach rechts drückst, dann ist es auf dem Ist-Gleich und nicht auf dem R. Und das ist schon mal ein Zeichen, dass das anstrengend ist. Störung X um wieder rauszukommen. Ne? Ja, hervor. Das wäre auch schon meine nächste Frage gewesen. Wie geht das Ding mit Unicode-Zeichen und Emoji etc.? Vim? Ja. Ganz hervorragend. Genau, das kann Vim ganz toll, da bin ich auch sehr stolz auf Vim. Das funktioniert ganz hervorragend. Genau, also ja, das heißt, du hast die üblichen Dinge, die du hast, wenn du mit Encoding irgendwie Quatsch machst, dein Terminal macht Quatsch, dein Encoding. Alle anderen Zeichen. Ja. Was machen auch so deine Schriftart macht Quatsch mit Encoding, weil es Zeichen nicht hat oder so. Aber ansonsten, also Vim, sag ich mal, war bei mir noch nie das Problem in der Pipeline. Ja. Meistens hängt es irgendwo anders, wenn irgendwie. Irgendwo Quatsch passiert. An Screen, an SSH angefunden. Was weiß ich nicht, aber seltenes anbinden. Ich Platz, Pipe. Genau, Fragen. Und was ist hier für ein Emoji? Gibt es da eine Liste dafür? Nee, für Cursor-Positionen gibt es keine Register. Für Cursor-Positionen gibt es Marks. Nee, ja, für Bezeichnernamen nicht unbedingt. Die sind relativ sicher was anderes als Register. Das würde mich wundern, wenn das irgendwie auch Text wäre. Da kannst du, genau, wenn du dir unter Leutepunkt Health Mark, kannst du dir anzeigen, was damit zu tun ist. Aber im Wesentlichen kannst du Mark setzen und du kannst mit Backtick gesetzter Mark zu der Mark zurückspringen. Und du kannst mit Backtick, das ist nicht Backtick, das ist hier dieses Zeichen da. Ja, genau. Das ist dieses Zeichen damit, das ist so ein einfaches Anführungszeichen, damit kommst du mit Backtick kommst du zu deiner letzten Position zurück und ansonsten kommst du mit Marks zurück, wenn du dir zum Anwenden. Das heißt, wenn wir jetzt hier irgendwie das probieren, wir können jetzt irgendwie mit L eine Mark hier hinsetzen, dann drücken wir Backtick L und dann sind wir ganz vorne, das ist ja witzig. Das, aber du kannst hier trotzdem die Okay, ich bin nicht so ganz klar, was das die Massen Marks so tun. Da musst du dich vielleicht selber noch mal ein bisschen einlesen oder ich mache das und erzähle beim nächsten Mal oder irgendwann da was drüber, aber bis jetzt habe ich da noch nicht so viel zu tun. Genau. Weitere Fragen, Joe. Was man auf jeden Fall verwenden will, sobald man ein bisschen mehr Vim benutzt, ist eigentlich Set Show CMD. Weil sonst kommst du ganz sicher mit den Commands sehr bald durcheinander. Mach mal irgendeinen Command, genau, unten rechts. Ah, genau. Was jetzt passiert ist, unten rechts werden Dinge angezeigt, die ich so drücke. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Steuerung V drücke, dann schreibt der, dann genau, zeigt der irgendwie... Nee, zum Beispiel Anführungszeichen oder wenn man 500 add A machen möchte oder sowas. Jetzt 500, nein, nicht im Insert-Mode, aber wenn du jetzt 500 add A drückst oder sowas, dann... Genau, dann zeigt der mir da unten an, was ich gerade tippe. Das hilft euch, das hätte ich vielleicht vorher anmachen sollen. Show CMD. Genau, der Befehl war hier, Set Show CMD.
Genau. Weitere Fragen, Anmerkungen? Das scheint so, nicht einfach zu sein. Zum Beenden hat er Doppelpunkt Q auf ZQ oder ZZ nehmen, wenn du. Also in Großbuchstaben. Wenn du ZZ zum Spalten, wie der Teil speichern und ZQ um einfach nur zu beenden. Das ist richtig. Und natürlich kann ich. Keine Doppelpunkte machen. Und natürlich kann ich, weil das ist das, was mich immer ein bisschen wundert. Ich kann meinen Film nicht beenden, ich kann aber das Fenster abschießen.